Fünf Luxus-Ladies aus der noblen Vorstadt. Sie haben alles. Und doch nie genug. Wow. Ein Traum. Perfekt für die Übergangszeit. Vom Leben zum Tod. Sie leben in Saus und Braus. Ihre Männer sind reich und mächtig. Du investierst 1 Euro und kriegst 100 heraus. Wie viele Euro du investierst, ist deine Angelegenheit. Doch der schöne Schein trügt gewaltig. Das ist ja ein Weiberkomplott. Reden wir über Rache. Vorstadtweiber. Lust und Lügen. Verführung und Verrat. Bestechung und Betrug. Alle sind schuldig. Na, schaut doch gut aus. Ja, so ein kleiner fetzender Stoff hat schon ganze Ehen gerettet. Ja, aber wer will das schon? Waltraut, die Realistin. Wenn ich nicht abhängig wäre von diesem Arsch, ich wäre längst weg. Irgendwann bringe ich ihn um. Meine Frau und ich, wir haben keine Geheimnisse. Oder doch, Walli? Nicoletta, die Geliebte. Es ist aus. Ich will nie, nie wieder die Geliebte von einem verheirateten Mann sein. Sabine, die Strategin. Wenn ich ehrlich bin, Sie sehen gar nicht aus wie eine Putzfrau. Bin ich auch nicht. Autsch. Caroline, die Unersättliche. Du bist anstrengend, ja? Verstehe, naja, vielleicht bin ich dir auch schon zu alt. Caro, Schatzi, ich bin's. Bist du zu Hause? Ich bin noch bei der Maria. Maria? Maria, die Naive. Ah, hallo. Ich will gar nicht wissen, wie lange mich schon verarscht. Ich kann jeder Frau nur raten, legen Sie Ihre falsche Scham ab. Kaufen Sie sich ein bisschen Liebe. Die Vorstadt, wo kleine Ausrutscher zu großen Dramen führen. Nein, nein, bitte nicht. Ich habe mit noch niemandem darüber gesprochen. Du bist schwanger. Ja, am besten du heiratest den Buben. Dann bist du Erziehungsberechtigte von deinem Ehemann. Wo die bessere Gesellschaft ihre bösesten Seiten offenbart. Festnehmen! Ich war bei meinem Callboy. Danke. Ihr Vater kennt ihn. Mit reinem Gewissen stürzt man sich in schmutzige Geschäfte. Und glühende Leidenschaft wohnt neben eiskalter Rache. Einfach gerade zurückfahren! Sag mal, wie deppert kann man sein? Georg? In der zweiten Staffel kommt es noch dicker. Wir bekommen ein Baby. Ist das nicht toll? Willkommen im Club. Wer ist der Vater? Alle Erwartungen werden übertroffen und neue Herausforderungen angenommen. Glaubst du immer noch, ich habe eine Geliebte oder was? Nur wenn du keine hast, dann kannst du es ja genießen. Noch sündiger, noch krimineller, noch heißer. Der ORF präsentiert die Erfolgsserie aus Österreich. Vorstadtweiber.